Der junge Mann, der jetzt neben mir sitzt, ist dafür verantwortlich, dass diese, ich glaube, 17.538 Teile sind, zusammengefügt werden. Und zwar in der richtigen Reihenfolge, ist ja nicht ganz unwichtig, ne? Dass da am Ende auch Bands spielen können. Ich begrüße Julian bei mir, genannt Ju. Ja. Der Ju Hefner vom Taubertal. Entschuldigung, der war sauschlecht. Also, schön, dass du mal für uns Zeit hast. Du bist ja eine der Personen, die wir nicht so oft zu Gesicht bekommen. Es sei denn, es zieht Orkan auf und die Bühne hebt 2 Meter vom Boden weg. Dann bist du derjenige, der sagt, jetzt ein wenig langsam. Genau. Geht im Endeffekt um die komplette Aufbauleitung, dass die Jungs wissen haben, was sie zu tun haben. Jetzt ist Montag. Am Donnerstag wird es so richtig ernst. Wie man deutlich sehen kann, seid ihr aber nicht erst seit heute am Start. Ne? Wie viel Zeit musst du im Vorfeld hier rechnen? Wann beginnt dein Arbeiten fürs Taubertal? Mein Arbeiten beginnt im Dezember eigentlich, im Januar, wenn es darum geht, ob wir es bauen dürfen oder nicht. Okay. So fängt das Ganze an. Ein kleines Genehmigungsschreiben, ja? Ja, genau. Und dann ist es erst einmal sehr ruhig und irgendwann mal kommt dann der Licht und der Ton und wollen dann wissen, was wir alles machen dürfen, wie weit wir gehen können. Und es ist dieses Jahr auch etwas spannend mit Seed. Wir haben viel Technik dabei, aber das bringen wir hin. Hör auf, mehr als Deichkind? Aha. Nee. Das ist eine Sensation. Wir haben die erste Sensation 2014. Gewichttechnisch für die Dachlasten ist es um einiges mehr als Deichkind. Oh, und für die Bodenlasten? Weil da war ja Deichkind nicht schlecht. Für die Bodenlasten haben wir dieses Jahr kein Problem. Deichkind war ja beim Boden her, dass die mit ihren Wireless-Maschinen da drauf fahren mussten. Das war okay, aber sonst vom Dachlasten war Deichkind nicht so schlimm. Wie viel Musik siehst du an so einem Wochenende? Bewusst jetzt, wirklich bewusst, dass du das ständig auf die Ohren kriegst, ist mir schon klar. Aber mal, dass du vielleicht hier sogar sitzt, im neuen VIP-Bereich, über den sprechen wir gleich noch, und wirklich eine Band anschaust, ja oder nein? Das ist meistens Sonntagabend, wenn es dann ruhiger wird, wo dann jeder mal irgendwie zum Atmen kommt und es gemütlich angehen kann, den Abend. Das heißt, du kannst Seed ganz in Ruhe zuschauen, wie die 48 Tonnen Videoleinwand ganz locker an deinem Dach hängt. 48 Tonnen sind es nicht ganz, aber ja, so ist es. Aber ist schwer? Wie schwer? Das sage ich nicht. Okay, alles klar. Sag mal was. Okay, wäre gemein. Sag mal was zum neuen VIP-Bereich. Der ist ja schick. Also der sollte möglichst nah an der Natur sein, ja? Das war die Voraussetzung. Mehr habe ich noch nicht gehört darüber. Ich weiß auch nicht viel mehr darüber. Mir hat man bloß gesagt, das muss alles naturgetreu sein, weil sonst muss man es wieder abbauen. Und war der Prüfer denn schon da und hat geguckt, ob es echt Holz ist? So lange bin ich noch nicht hier. Aber kommt jetzt tatsächlich einer und sagt dann, oh, schön, Kieselsteine und Holz geht durch? Natürlich, da kommt das Ordnungsamt, die prüfen das ja, das ist ja ein Naturschutzgebiet hier. Wie sehen deine nächsten Tage aus? Wir haben jetzt Montag, ein bisschen Zeit ist ja noch. Wenn ich das so sehe, dann weiß ich aber auch wofür. Wenn ich das so sehe, sollte ich eigentlich arbeiten. Hey, wir sind nicht schon dran. Ja, ja. Morgen früh kommt der Boden drauf. Das geht relativ zackig, das sollte in 2 Stunden drauf sein und dann geht es in die Höhe und am Mittwochmorgen wird das Dach mit dem Kran aufgesetzt. Okay. Wann wird das Ganze unter Strom gesetzt? Donnerstag früh. Donnerstag früh haben sie gesagt. So, also Donnerstag, sagen wir mal, 12 Uhr mittags gibt es das erste Mal was auf die Ohren und auf die Augen. Ja, spätestens. Sehr schön. Also wir freuen uns tierisch drauf. Und wir freuen uns, dass so ein junger, sympathischer Mann das hier alles gut im Griff hat. Das war der Ju. EMP. Live loud.